Wir sind safe, wenn wir hier sind. Wir sind zu hart. Wir sind zu hart. Drumherum hört auf. Wir atmen ein und aus. Wir sind zu hart. Sie sind noch Teenager und schon abhängig von einer harten Droge. Ich hab Matheprüfung gemacht auf Crystal, mit 1 bestanden. Crystal Meth. Leistungssteigernd, doch im schlimmsten Fall tödlich. Längst ist die Droge in deutschen Klassenzimmern angekommen. In einem Stock war es echt leicht, da irgendwo was zu finden. Da ist man losgegangen, hat sich rumgefragt und hat dann auch die bestimmte Droge gefunden. Es gibt schon einige, die das dann mal ausprobiert haben. Eltern sind überfordert. Er sagt ja schon gern, dass er ein drogenabhängiges Kind hat. Schulen versuchen, mit Hilfe aufzuklären, sogar mit Fernsehstars, die abhängig waren. Crystal Meth ist eine Substanz, das sind Kristalle, das ist Gift, das schmeißt man in die Tonne. Dealer schreckt das kaum ab. Ich verkaufe eher Vorschulen oder zu Hause oder gehe zu den Kunden. Wie Crystal Meth sich auf deutschen Schulhöfen ausbreitet und wie Eltern ihre Kinder schützen können. Hartenstein in Sachsen. Für den 14-jährigen Cedric und Kumpel Benjamin beginnt in 10 Minuten der Unterricht. Heute steht Drogenprävention auf dem Plan. Der Grund? Crystal Meth hat es schon bis auf ihren Schulhof geschafft. Bei den Älteren aus den letzten Jahrgängen oder so habe ich schon was gehört, aber sonst. Was ist da? Was hast du da gehört? Ja, dass manche halt das mal ausprobiert haben oder so, aber halt jetzt nichts Direktes. Wie die verbotene Substanz nach Hartenstein gelangt ist, ist kein Geheimnis. Also, die tschechische Grenze ist nicht sehr weit. Und da wird das über den Zug hierher gebracht, bis nach Zwickau oder bis hierher. Und das ist halt sehr leicht zu erreichen. Und im Zug wird halt nicht so stark kontrolliert wie die Autos. Über die tschechische Grenze wird die Droge nach Sachsen geschmuggelt. Die Bilder der tschechischen Polizei zeigen eine Razzia, bei der eine Fabrikhalle gestürmt wird, die zu einer riesigen Crystal-Küche umfunktioniert wurde. Tonnenweise wird die Droge hier produziert und anschließend auf Märkten nahe der Grenze nach Deutschland verkauft. Und der Ort Hartenstein ist nur einen Katzensprung von der Grenze entfernt. An Crystal zu kommen ist hier ganz leicht. Also ich habe einen sehr älteren Freundeskreis, auch durch meinen Cousin und so weiter. Und da wird einem schon mal was angeboten. Aber bisher am besten alles ablehnen. Aber viele können ja da auch nicht widerstehen, ne? Ja, das ist halt die Neugier, ja, die man hat. Aber wenn man einen starken Willen hat, kann man auch ablehnen. Es bleibt halt nicht bloß bei einem Mal meistens. Das ist das Problem. Die Schule von Cedric und Benjamin versucht alles, um zu verhindern, dass die Kinder Crystal verfallen. Die 14-Jährigen haben deshalb heute keinen normalen Unterricht. Guten Morgen. Morgen. Ja, setzt euch bitte. Statt Mathe, Englisch, Deutsch und Bio steht heute fächerübergreifender Unterricht auf dem Plan. Die Organisation Blaues Kreuz will Cedric und seine Mitschüler über Crystal aufklären. Ich möchte heute noch mal mit euch so ein paar grundsätzliche Fragen diskutieren, wie ihr euch verhaltet, wenn ihr in so eine Situation kommt, dass euch Suchtmittel angeboten werden. Christoph Ullmann betreut 13 Schulen in der Region. Kaum ein Thema beschäftigt ihn so sehr wie Crystal Meth. Also man kann davon ausgehen, dass im Landkreis Zwickau im Umfeld von Schulen für diejenigen, die was haben wollen, immer was zu bekommen ist. Und das liegt auch in der Sache, dass selbstverständlich dann auch in die Nähe der Schule rückt und dass Leute dann auch im Schulhaus durchaus die Möglichkeit haben, etwas mit sich dabei zu haben. Es sind ja auch einige Fälle gewesen, wo dann Polizei in Schule eingerückt ist. Christoph Ullmann kämpft nun schon seit 12 Jahren gegen den Vormarsch von Crystal an Schulen und versucht, Kinder auf Situationen vorzubereiten, in denen sie in Versuchung gebracht werden könnten. Stellt euch vor, sie hat Geburtstag. Und einer von den allerbesten Freunden, der backt eine Tüte aus und macht auf dem Tisch
so 10 kleine Lines. Gar nicht viel. Für jeden vielleicht 2 oder 3 Milligramm. Wirklich nicht viel. Man sagen kann, man kennt es mit den Fingern, so wäre es weg. Neune von den kleinen Lines in Sachen Christel sind schon weg. Die 10. ist deine. Was machst du? Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, am Anfang würde ich Nein sagen, aber ich glaube, die lassen dich dann auch nicht in Ruhe und drängeln vielleicht noch ein bisschen. Und vielleicht so sehr, dass es dann vielleicht schaffen, mich zu überreden, aber vielleicht auch nicht. Also in Gruppensituationen, wo dann mehrere Konsumenten zusammen sind, gelingt es den jungen Leuten nicht, präzise Nein zu sagen. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe von Prävention, unsere jungen Leute so stark zu machen, dass sie eben solche Alltagssituationen clever bewältigen, dass es ihnen gelingt, Nein zu sagen. Wie denken die anderen? Wie entscheidet ihr euch? Aber ich würde auch versuchen, den Dealer irgendwo zu melden, weil man will ja seinen Freunden eigentlich helfen. Man will denen ja nichts Böses. Und da würde ich schon versuchen, den Dealer dann dingfest zu machen und das zu melden, damit ihm geholfen wird. Genau. So trocken, wie du es jetzt sagst. Man muss auch notfalls aus der Gruppe aussteigen, um Hilfe zu holen. Für die Dreharbeiten wurden 36 Schulen in Mittel- und Süddeutschland angefragt. Nur 2 davon trauen sich, über Christel im Klassenzimmer zu reden. Zu groß ist die Angst, dass der Ruf der Schule Schaden nehmen könnte. Der Hartensteiner Schuldirektor Andreas Becher ist jedoch bereit zu reden. Es ist natürlich immer ein Balanceakt, dass man zu diesem Thema sich äußert, weil man natürlich schnell in die Situation gerät, dass man dort als Christenschule gebrandmarkt werden könnte. Aber trotzdem, also wir sagen, wäre den Anfängen. Und ich bin der Meinung, man muss nicht erst jede Menge Christelinfizierte an der Schule haben, bis man dieses Thema auf die Tagesordnung setzt. Die Spur der Droge führt aber weiter weg von der Grenze. Auch das 100 Kilometer entfernte Leipzig hat ein großes Problem mit Crystal Meth. In einem Abrisshaus treffen wir 2 18-jährige Mädchen. Wir sollen sie Nancy und Marie nennen. Seit sie 13 sind, konsumieren sie die Droge. Crystal Meth ist ein Chemiecocktail, der sofort abhängig macht und im schlimmsten Fall tödlich sein kann. Ich nehme Crystal, weil es einfach mehr Spaß macht, so, wenn man halt diesen Rausch hat, weil sowas eigentlich nicht da ist. Man Dinge sieht, die eigentlich nicht existieren. Und das ist dann einfach ein tolles Gefühl. Crystal ist pures Gift. Als Streckmittel sollen sogar Rohrreiniger und Bremsflüssigkeit verwendet werden. Doch das schreckt die beiden anscheinend nicht ab. Es dauert nur wenige Sekunden, bis die gefährlichen Kristalle erste Wirkung zeigen. Ein richtiges Brennen in der Nase, wie als würde halt was schneiden. Und das ist richtig krass und das zieht sich ins, halt an die Seite hoch. Vor 5 Jahren haben die Teenager ihre erste Bahn Crystal gezogen. Nancy auf dem Schulhof. Wie Marie zur Droge kam, ist schockierend. Ich war 13 und von meiner ehemaligen besten Freundin, deren Mutter hat uns das angeboten. Und da haben wir einfach gesagt, dass wir es nehmen. So, und da haben wir es dann angefangen zu konsumieren. Und ja, dann nach einer Zeit hat es einfach gefallen. Man fand es dann toll, diesen Rausch. Und irgendwie war es dann noch schwer, davon wieder wegzukommen. Für etwa 300 Euro konsumieren Nancy und Marie jeden Monat. Wie sie an das Geld kommen, wollen sie nicht erzählen. Ihre Eltern wissen von ihrer Sucht angeblich nichts. Die Teenager haben keinen Schulabschluss. Ihre Zukunft ist ungewiss. Kaum eine Droge macht so schnell süchtig. Die Wirkung hält je nach Dosierung 4 bis 12 Stunden an. Dabei täuscht Crystal dem Körper eine erhöhte Gefahrensituation vor
und setzt ihn unter Dauerstress. Die Folgen? Eine erhöhte Herz- und Atemfrequenz, erweiterte Pupillen und Anstieg der Körpertemperatur. Außerdem putscht die Droge auf, sorgt für Euphorie, mehr Selbstbewusstsein und Rededrang. Durst, Müdigkeit und Schmerzempfinden lassen nach, aber die Nebenwirkungen sind verheerend. Es kommt zu Depressionen und Gedächtnisverlust, Hirn und Organe werden dauerhaft geschädigt, Haare und Zähne können ausfallen. Und trotzdem, die Zahl der Konsumenten steigt seit Jahren. Verantwortlich dafür sind Menschen wie Jens, Drogendealer. Wir treffen ihn vor einer Leipziger Schule. Der 21-Jährige verkauft seit 2 Jahren Crystal, größtenteils an Minderjährige. Warst du auch schon mal direkt auf dem Schulhof und hast verkauft? Direkt auf dem Schulhof nicht, ne. Also ich verkaufe eher Vorschulen oder zu Hause oder gehe zu den Kunden, dort wo sie halt sind. Es ist leichter für die Jugendlichen an Crystal ranzukommen. Also in Leipzig wird es auf jeden Fall überall fast verkauft. Hauptbahnhof, Eisenbahnstraße, generell Paunsdorf, überall. An jeder Ecke ist irgendein Spielothekenladen von einem ausländischen Mitbürger. Und da wird generell alles verkauft. Der Deal mit Crystal kann Jens für mindestens 2 Jahre hinter Gitter bringen. Doch das scheint ihm egal zu sein. Er ist mit Crystal im Klassenzimmer groß geworden. Wo ich noch in der Mittelschule war, selber auch, da wurde sehr oft auf dem Schulhof gedealt. Aber wer hat es da mitgebracht? Wie ging das da so vom Stecken? Klassenkameraden, die quasi etwas reichere Eltern hatten und sich einen Spaß erlaubten mit Ecstasy oder sonst was. Crystal gab's halt alles. Und da haben die dann ihren Geschäft im Unterricht gemacht. Jens' Crystal-Karriere begann auch an seiner ehemaligen Schule. Seit 4 Jahren konsumiert er selbst. Durch die Droge sind seine Zähne zum Teil ausgefallen, sein Hautbild ist krank. Und doch gefährdet er täglich, wissentlich, Kinder. Mit dem Geld finanziert er seinen Lebensunterhalt. Also ich bezahle pro Gramm 70 Euro. Und wenn ich dann halt Masken kaufe, zum Beispiel 10 Gramm, kriege ich dann halt 70 Euro Rabatt. Pro Gramm halt 7 Euro. Und ja, kaufe manchmal für 4, manchmal für 600 oder 1000 Euro ein. Und für wie viel verkaufst du es dann wieder? Für 40 ein halbes, ein ganzes halt 80. Also, dass ich 10 Euro plus bei jedem Gramm mache. Etwa 1500 Euro, so behauptet Jens, verdient er monatlich mit dem Verkauf von Crystal. Wissen deine Eltern, was du machst? Ja. Und wie sehen die das? Gelassen. Weil die sagen sich, du machst das mit deinem Leben, wir machen das mit unserem Leben. Also die sehen es eigentlich gelassen, weil die kriegen ja auch größtenteils Mietgeld oder so von mir oder Verpflegungsgeld. Jens hat keine Skrupel. Er weiß, welchen Schaden er anrichtet, wenn er die gefährliche Droge hier vor dem Schulhof an Kinder verkauft. Ich mache quasi damit ihr Leben kaputt oder manche Teile des Lebens. Ich habe es schon selbst erfahren, also eigene Erfahrung. Ja, macht halt vieles kaputt. Wie viele Minderjährige zu Crystal greifen, dazu gibt es keine offiziellen Zahlen. Schätzungen von Experten zufolge hat jeder 4. Jugendliche in Leipzig die Droge schon einmal konsumiert. So wie der 19-jährige Philipp. Er war 3 Jahre abhängig. Gerade hat er seine Therapie abgeschlossen und ist wieder zu Hause bei Vater Björn eingezogen. Aber machen bitte nicht so stark. Ja, ich versuche mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ne? Weiß mein schwaches Herz. Dass die beiden heute wieder zusammen lachen können, war vor einiger Zeit undenkbar. Im Alter von 14 Jahren hat Philipp mit Crystal angefangen. Ich wurde A4 an der Schule hantiert mit den Zeug in meiner Klasse oder auch in anderen. So, es war schon echt krass. So, und vor allem, als ich dann drinne war, so hat man dann schon gemerkt, ey, die Leute sind da drin? Was? Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, es war schon
ziemlich krass. So wie man da alles dann drin gesehen hat, wer alles noch Crystal konsumiert. Von der Drogensucht ihres Sohnes haben Philipps Eltern lange nichts mitbekommen. Damals waren wir noch zusammen als Familie und da haben wir Philipp abgeholt bei einem Freund. Und der ist irgendwie so zur Türe raus, als wenn er getrunken hatte. Also total wackelig und auch irgendwo auf einer anderen Art wieder ziemlich aktiv. Und wir haben ihn dann in die Mitte genommen und versucht, den Atem zu riechen. Aber da war kein Alkohol und nichts. Aber die Augen waren auch irgendwie von den Pupillen her verändert. Und das war eigentlich der Punkt, wo man gesagt hat, Drogenscreening beim Kinderarzt. Und ja, dann stand halt Amphetamin und THC. Und MDMA. Und MDMA. Philipp mit 14 in der Crystal-Falle, sein Vater Björn zunächst hilflos. War schon eine krasse Zeit, ne? Ja, das ist jetzt so. Also, alles so ziemlich abgemagert. Und ja, also. Ich meine, dort hatte ich. Also. 40 Kilo. 40 Kilo noch. So, wenn ich das jetzt so betrachte, jetzt wiege ich knapp 70. 70 Kilo, also das ist. Und. Zu damals. Also, es ist schon ziemlich viel, also krass gewesen. Philipps Eltern kommen an den Teenager nicht mehr ran. Ihr Kind verwandelt sich in kürzester Zeit in einen anderen Menschen. Ein Zeichen für ein ernsthaftes Drogenproblem. Immer wieder bettelt Philipp um Geld, hat starke Stimmungsschwankungen. Er nimmt ab, schwänzt die Schule und wird auch zu Hause immer aggressiver. Es gab Hausarrest, aufgrund eben der Tatsache, dass er wieder abgängig war. Und er mich dann angegriffen hat. Mir ist nichts passiert, aber es war einfach eine Grenze überschritten. Es darf nie zu Handgreiflichkeiten kommen. Wenn das passiert, dann ist absolute Deadline. Also da, und da war halt die Maßgabe, dass man gesagt hat, gut, dann Polizei und eine Krisenintervention. Die kommen dann halt mit Notarzt. Weil man wusste ja auch nicht, wie ist er drauf, was macht er noch? Es war noch die Schwester mit da. Mein Gott, da ist nie was passiert. Aber trotzdem, die Gedanken sind ja da. Man weiß ja nicht, man kann ja nicht einschätzen, zu was ist er überhaupt fähig. Philipp wird zwangseingewiesen, muss einen kalten Entzug machen. Der Weg raus aus der Crystal-Falle wird hart. Auch für seine Eltern. Ihre Beziehung zerbricht in dieser Zeit. Heute treffen Philipp und sein Vater den Mann wieder, der den Jungen vor 3 Jahren aus dem Teufelskreis gerettet hat. Hey, Micha. Hey. Na, trotzdem Freund. Ja. Grüß dich. Hey, Björn, grüß dich. Michael arbeitet als Streetworker in Johanngeorgenstadt, ein Ort direkt an der Grenze zu Tschechien. Hier ist die Droge auf einem Asiamarkt frei verfügbar und für Jugendliche einfach zu beschaffen, erklärt uns Michael. Philipps Vater hat sich dem Streetworker vor 3 Jahren anvertraut. Damals war er ratlos. Ja, wir haben keinen Zugriff mehr zum Philipp gehabt oder keine Ansatzpunkte. Er war einfach weg. Ne? Alles, was wir gesagt haben, war sowieso falsch. Und die Freunde hatten alle recht. Und ja, also ich wollte einfach in meiner Welt leben. So, für mich war das cool. So, also ich habe das ja nicht genommen, weil es mir geschmeckt hat, sondern einfach, weil der Kick geil war. Der Streetworker half Björn, wieder einen Zugang zu seinem Sohn zu finden. Er hat ihn bestärkt, den damals 16-Jährigen von der Polizei abholen zu lassen und in einen kalten Entzug zu stecken. Wir haben sehr viel telefoniert in der Zeit. Und das muss ich auch sagen, er war fast Tag und Nacht für mich erreichbar. Also egal was war, das ist super aus unserem, sagen wir mal, Verhältnis. Das ist eine Freundschaft geworden in dem Sinn, wo man echt sagt, man ist froh, diesen Menschen kennengelernt zu haben und auch froh, dass man ihn nach wie vor in seinem Leben an seiner Seite hat. Muss ich echt sagen. Was bei Philipp auf jeden Fall erstmal war, das war das Umfeld. Und wie ich immer sage, also gerade der Björn, ne, als Vater hat dort ganz intensiv sich herangeklingt und auch Sachen gemacht wurden, die ich geraten habe, die jetzt für einen Vater oder eine Mutter nie angenehm sind. Ne, wenn sie ihm zum Beispiel dann hieß, okay, dann musst du halt die Anzeige machen oder dann schaff dein Kind in die Psychiatrie. Ne, das sind harte Sachen, ne, aber wo eben so viel Verständnis auch schon dann da war, dass sie wussten, okay, es gibt nur diese Chance. Dank seines Vaters und des Streetworkers ist Philipp heute clean. Trotzdem hat der Konsum für ihn lebenslange Folgen. Sichtbare Hautprobleme und Schwierigkeiten, sich auszudrücken. Und doch träumt er davon, irgendwann als Erzieher zu arbeiten. Einen Praktikumsplatz hat er schon. In den nächsten Wochen wird er Michael und seine Kollegen im Kampf gegen Crystal unterstützen.
Auch 50 Kilometer weiter in dem kleinen Erzgebirgsort Mülsen waren Schüler lange der Crystal-Gefahr ausgesetzt. Dealer haben über Wochen in einem Park, wenige Meter von der Oberschule entfernt, die Droge an Jugendliche verkauft. Es gibt schon einige, die das dann mal ausprobiert haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass die abhängig jetzt schon davon geworden sind. Aber dass es dann schon auf Feiern schon mal konsumiert wird auf alle Fälle. Was wir aber auch mal hatten, das war aus den höheren Klassen, da kenne ich auch noch ein paar, die haben halt selber LSD genommen oder halt irgendwelche anderen chemischen Drogen. Aber die größten Probleme sind halt auch jetzt Gras oder sowas. Da kämpft man hier echt überall irgendwo mal dran. Mittlerweile, so versichert uns der Schuldirektor, sind die Drogendealer aus dem Schulumfeld vertrieben worden. Doch auch hier weiß man, wer Crystal konsumieren will, kriegt es selbst in dem kleinen Ort problemlos. Die Lehrer beobachten ihre Schüler deshalb genau, um bei ersten Suchtanzeichen eingreifen zu können. Das können äußerliche Veränderungen sein. Ne? Oder man sagt, Mensch, was hat denn der überhaupt für einen Blick drauf? Also nicht in dem Moment, sondern über einen längeren Zeitraum. Ne? Dass dann mitunter ein ganz anderer Gesichtsausdruck oder auch sein Verhalten gegenüber Mitschülern, gegenüber mitunter vielleicht einer kleinen Kritik oder manchmal auch nur ein Hinweis, dass jemand sehr schnell aggressiv beispielsweise auch wird. Um zu verhindern, dass die Mülsener Schüler überhaupt erst zu Crystal greifen, wird hier großer Wert auf Prävention gelegt. Abschrecken und aufklären soll heute ein Mann, dessen Sucht monatelang durch die Presse ging. Denn er ist Millionen Deutschen als das Gesicht von gute Zeiten, schlechte Zeiten bekannt. Entschuldigung, wie komme ich denn zur Aula? Bitte hoch, Treppe ganz hoch, dann steht okay. Aula dran. Dankeschön. Erik Stehfest war lange selbst abhängig von Crystal und hat ein Buch über seinen Absturz und den schweren Kampf zurück ins Leben geschrieben. Deutschlandweit ist er nun auch an Schulen unterwegs, um Jugendliche vor der Droge zu warnen. Hallo. Hallo. Hier ist die Aula. Hier ist die Aula. Ah, super. Oh, sieht schön aus. Ich möchte ganz herzlich begrüßen an der Kursschule Mülsen. Hallo. Schön, dass Sie gekommen sind. Schön. Ja, ich freue mich. Crystal ist ein Mittel für eine Problematik, die das ganze Land betrifft und auch weltweit eben momentan aktuell ist, nämlich, dass wir viel zu schnell leben. Ne? Also Leistungsdruck, das betrifft uns alle und da melden sich verschiedenste Leute, ne? Die einfach aus ihrem Arbeitsverhältnis her, sei es Schüler oder eben irgendwie Angestellte, krank geworden sind. Erik Stehfest war 13, als er das erste Mal Crystal konsumiert hat. Genauso alt wie die Schüler, die er heute vor der Droge warnen will. Früher Junkie, heute prominent. Ob das wirklich abschreckt, wird sich zeigen. Crystal Meth ist eine Substanz, das sind Kristalle, das ist Gift. Das schmeißt man in die Tonne. Das ist gefährlich, das nimmt man einfach nicht. Also letztendlich nehmen es doch aber Tausende. Also warum nehmen die das? Was denkt ihr? Habt ihr eine Idee? Ja? Um leistungsfähiger zu sein. Genau. Was noch? Vielleicht denken Sie ja, dass es Ihnen dadurch dann besser geht. Mhm. Noch was? Ja? Vielleicht, weil Sie Depressionen oder sowas haben. Okay. Ungeklärte Probleme. Mhm. Also wir haben innerhalb jetzt von, ich weiß nicht, 5 Minuten, 10 Minuten alles geklärt. Ihr wisst es. Ihr seid eine Klasse, ihr seid eine gute Schule, wie ich sehe. Ihr gehört zusammen, ihr seid individuell, ich sehe eure Gesichter. Die meisten ins Alter gekommenen Menschen vergessen nämlich, wie anstrengend der Prozess ist, in dem ihr gerade steckt. Wie schwer es ist, sich zu entwickeln, seine Bahn zu finden, sein Ziel, sein Lebensinhalt, irgendwas. Und dann wird man immer wieder verlockt von der großen Stadt. Da ist es ja so toll. Ja? Da gibt es alles zu entdecken. Und hier ist es ja so langweilig und wir müssen irgendwie mehr erleben und mehr machen. So. Aber bei allen Reisen letztendlich, meiner Meinung nach, da sind meine Erfahrungen, kommt man immer wieder auf dieselben Punkte irgendwie zurück. Ne? Das, was zählt, das ist das, was ihr jetzt schon habt. Ich zum Beispiel, wo ich in eurem Alter war, habe einfach schon mal alles falsch gemacht, was man eigentlich falsch machen kann. Ja? Ich habe meine Mutter beklaut, meine Geschwister, bin dann ins kleine Sparschwein reingegangen. Ich habe meine Mitmenschen schlecht behandelt. Ich bin davon ausgegangen, dass das Wort Arschfickfotze das beste Wort der Welt ist. War eigentlich immer so auf Konfrontationskurs. 10 Jahre hat Erik Crystal Meth konsumiert. In seinem Buch 9 Tage wach berichtet er über die Zeit, die ihn fast das Leben gekostet hätte.
Einige Lines wurden gebaut. Und wer zufällig in der Nähe stand, durfte auch mal. Ein scheußlicher Name. Christel. Erst Schmerz, dann Betäubung. Tanzende Nervenbahnen, Puls in den Zähnen, zu den Augen hoch bis zur Kopfhaut. Sieh her, das ist mein Preis. Das ist es, was Methylamphetamin einzigartig macht. Dass es extrem wehtut und gleichzeitig belobigt. Der kurze Schmerz ließ Erik wissen, was er gerade gezogen hatte. Seine Anabolika-Jacke brauchte er nicht mehr. Er zog sie aus und spazierte danach an den Türstehern vorbei, als würde ihm der Club gehören. Nach mehreren Drogenabstürzen zog Erik vor 4 Jahren einen radikalen Schlussstrich. Er baute sich ein neues Leben auf und begann ein Schauspielstudium. Das war wichtig, dass ich an der Schauspielschule Menschen getroffen habe, die nicht nur so flüchtig gefragt haben, wie geht's denn dir heute? Aha, okay, ciao. So. Sondern die haben halt wirklich gesagt, so, du siehst heute blass aus, was ist denn los mit dir? Du zitterst, ist irgendwas? Und das hat bisher ja niemand gefragt, deswegen ist es auch nicht aufgefallen, dass ich jahrelang drauf war. Ne? Und da war das erste Mal wirklich Fürsorge da, da war Empathie da. Und gemeinsam mit meiner Hochschule damals, mit meinem Mentor, die gesagt haben, wir halten dir ein Jahr den Platz frei, dann kannst du wieder weitermachen, musst das Ding aber abschließen und gesund werden. Ne? Und Erik wurde gesund. Er schaffte den Absprung. Vor 4 Jahren. Mittlerweile ist er verheiratet und hat einen Sohn, dem er genau wie diesen Schülern sein eigenes Schicksal ersparen will. Es geht gar nicht darum, großartig aufzuklären. Das macht ihr von alleine. Ihr werdet euch das Leben schon greifen. Das, was ich euch nur mitgeben kann, ist, auf eure Freunde zu achten und auf euch. Also fliegt, lebt, macht, probiert aus, so, wirklich. Ich fand es sehr interessant und es war auf jeden Fall super spannend, das mal von eigentlich einem Fernsehstar zu hören, dass der halt auch früher kein gutes Leben hatte, aber sich trotzdem hochgearbeitet hat. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, zu kiffen oder so, aber werde ich jetzt nicht machen. Warum hält sich das jetzt davon ab? Na, weil ich jetzt so sehe an einem Beispiel, wie es sein kann und welche Folgen es hat. Ich würde es nicht nehmen, weil mein Vater an Drogen und Alkohol gestorben ist. Und das hat mich auch da mitgenommen. Ich habe gesehen, wie manche an verschiedenen Punkten nachgedacht haben. Und jeder hat ja so seinen Bereich. Um gar nicht wirklich abzuschrecken, sondern eher aufzuklären und das Ganze angstfrei zu machen, das Thema. Ne? Also, dass man Bescheid weiß, dass man das gar nicht als etwas Gefährliches sieht, sondern es einfach keine Rolle spielt. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als diese Schreckensbilder zu zeigen mit kaputten Gesichtern und so. Prävention, die Wirkung zeigt. Crystal Meth gefährdet eine ganze Generation und kann nur mit guter Aufklärung gestoppt werden, an Schulen und durch Eltern. Eine plötzliche Wesensänderung, große Stimmungsschwankungen und Aggressionen sind ernsthafte Warnzeichen für eine Crystal-Sucht. Wer das erkennt und sofort handelt, kann vielleicht Schlimmeres verhindern.